Und herzlich willkommen im Wald hier in der Schlechtwetter-Area. Ich wollte unbedingt mal raus, aber es regnet immer mal wieder, es kommt immer mal wieder was runter und ich habe mal wieder Angst um meine Kamera. Die ist mir in Schottland nämlich schon ein bisschen nass geworden, das war nicht so schön. Da hat es auch ein bisschen gesponnen und seitdem habe ich so eine lustige Fehlermeldung in der Anzeige, die ich ums Verrecken nicht mehr rauskriege und die nervt und die blinkt und ich muss sie mir die ganze Zeit angucken, wenn ich wissen will, ob ich auch wenn ich zur Kamera sprechen möchte, weil blink, 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 E9101. Egal, jedenfalls, deswegen soll meine Kamera nach Möglichkeit nicht nochmal nass werden, deswegen hocke ich jetzt unter Dach an meiner Schlechtwetterhütte, möchte aber trotzdem Dinge tun, die man besser im Wald tut. Nämlich habe ich hier so ein Dingens. Ja, das kennt man vielleicht. Das ist so ein Not quasi Taschen-Espit-Kocher. Also so die portabelste und am ehesten noch Einweg-Kocher-Variante, die es für Trockenbrennstoff ganz allgemein gibt. Den kann man sich dann entsprechend so hochklappen und ich glaube, ja, so lasse ich den jetzt einfach mal. Ne? Seht ihr, also das wäre jetzt so ein kleines Schälchen und da kann man halt eben entsprechend seinen Trockenbrennstoff reinlegen. So, und Trockenbrennstoff ist nämlich das Stichwort. Ich möchte nämlich gerne mal rumprobieren mit verschiedenen Trockenbrennstoffen, welcher Trockenbrennstoff denn welche Eigenschaften hat und was es da überhaupt so gibt. Ich meine nämlich so grob, inzwischen mehr oder weniger die drei gängigen Outdoor-Trockenbrennstoffe entdeckt zu haben, die es da ja, erwähnenswerterweise eben entsprechend gibt. Was habe ich jetzt noch nicht dabei, beziehungsweise was lassen wir jetzt mal außen vor? Den Grillanzünder. Es gibt da einmal den Öko-Grillanzünder, also diese Würfelchen aus Holzwolle mehr oder weniger, die unter anderem zum Beispiel mit Wachs oder Öl getränkt sind. Bio, das ist auch nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist halt eher ein Zunder. Theoretisch kann man, wenn man genug davon übereinander stapelt, darauf auch eine Tasse heißes Wasser herstellen. Ist klar, das brauche ich niemandem sagen. Irgendwie könnte man theoretisch damit auch rumrennen. Ich habe aber noch nie jemanden gesehen, der das tut. Und ich möchte jetzt auch nicht damit anfangen, nur von der Überlegung her, der Vollständigkeit halber, die gibt es auch noch. Was es ebenfalls auch gibt, sind die Nicht-Öko-Grillanzünder, diese weißen Würfelchen aus was auch immer, was furchtbar stinkt und bestimmt nicht besonders gesund ist, wenn man die Dämpfe davon einatmet, mit dem man auch den Grill eben entsprechend befeuern kann. Theoretisch kann man auch da drauf sich eine Tasse heißes Wasser machen. Die husten aber sehr stark und husten einem auf jeden Fall sein Geschirr sehr stark zu. Das ist bei zum Beispiel Esbit erheblich besser. Ne? So, und damit sind wir auch schon beim Thema Esbit angekommen. Esbit ist diesbezüglich seit vielen, vielen Jahrzehnten der Marktführer. Das wurde ja von Erich Schumm erfunden, 1933. Also den Stoff, dieses Uranol. Entschuldigung. Urethanol? Ich glaube irgendwie sowas. Urethan? Ich schreibe es euch unten hin. Das soll sie mal einer merken können, wie dieses Zeug da heißt. Meine Fresse, immer diese Fachbegriffe. Muss ja kein Mensch wissen in Zeiten von Wikipedia. Ich schreibe es euch trotzdem unten hin. Ja, jedenfalls, dieses Zeug, das wurde schon früher entdeckt. Das hat nicht der Herr Schumm entdeckt. Der Herr Schumm hat jedenfalls beschlossen, dass man das doch irgendwie mittels einer ganzen Firma gleich in eben Tablettenform pressen kann. Und das Ganze heißt dann Esbit, Erich Schumms Trockenbrennstoff in Tablettenform. Ja, deswegen Esbit. Jetzt ist es so, dass der Herr Erich Schumm teilweise so ein bisschen im Verdacht steht, böser Nazi gewesen zu sein, da er das ja 1933 quasi auf den Markt gebracht hat und beziehungsweise erfunden hat und dann eben in der NS-Zeit entsprechend auch verkauft hat und sein ganzes Unternehmen da aufgebaut hat. Wir wissen es nicht, es ist ein Verdacht und ich möchte mich dazu auch gar nicht weiter äußern, wollte es aber nur mal kurz erwähnt haben, bevor jetzt irgendwie der Erich Schumm zu unser aller Held wird und am Ende dann doch ein nicht so sympathischer Mensch möglicherweise gewesen ist. Aber das ist sowieso ein ganz schwieriges und ganz anderes Thema, aber nur der Vollständigkeit halber. Und es ist auch nur ein Verdacht. Ich kann das weder bestätigen noch verneinen, aber es gibt da halt eben entsprechende Gerüchte. Gut. Esbit, ne? Esbit kennt man also, das sind halt eben diese entsprechenden Würfelchen. Die Idee war, einen Trockenbrennstoff herzustellen, der nicht gesundheitsschädlich ist.
Sprich, Esbit ist auch tatsächlich vergleichsweise wenig gesundheitsschädlich und darf bei entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, sprich in großen, gut belüfteten, aber tatsächlich sonst Innenräumen wirklich verwendet werden. Das war klassischerweise das Antriebsmittel für unter anderem das Puff-Puff-Boot. Also so ein kleines Miniaturdampfschiff, was man dann zum Beispiel in einer Wasserschüssel hat herumfahren lassen können. Ein ganz beliebtes Kinderspielzeug zu der Zeit. Und da gab es wohl auch scheinbar Eisenbahnen, die so angetrieben wurden. Spielzeugeisenbahnen oder möglicherweise auch Autos. So genau weiß ich das nicht. Ich war nicht dabei. Ich habe Augenzeugenberichte gehört. Und mein Vater hatte wohl so ein Puff-Puff-Boot. Und das hat er wohl auch mit Esbit entsprechend betrieben. Also das hat so ein Kanister mit Kessel mit Wasser, und damit der Kessel entsprechend heiß wird und da entsprechend ein Dampfdruck entsteht, legt man da einfach dann ein bisschen Esbit drunter. Wohlgemerkt eine kleine Tablette. Das hier ist die große Tablette. Es gibt große und kleine Tabletten, das weiß aber bestimmt schon jeder, der dieses Video jetzt sieht. Ich würde es der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Die großen haben einen großen Vorteil, nämlich A sind sie groß und B sind sie einigermaßen wasserdicht einzeln verpackt. Die kleinen, die fliegen sonst so in der Gegend rum. Esbit ist hygroskopisch, das heißt, das zieht nach und nach Wasser an. Wenn man sie also ohne Luftabschluss irgendwo liegen lässt, dann ziehen sie nach und nach Wasser und brennen dann erheblich schlechter. Sie brennen trotzdem noch, und ich habe noch kein Esbit gesehen, das so überlagert gewesen wäre, dass es nicht mehr gebrannt ist. Aber die Brennleistung nimmt, gebrannt hat natürlich, aber die Brennleistung nimmt entsprechend mit der Zeit ein wenig ab. Es sei denn, man bewahrt sie luftdicht auf, wobei diese Verpackungen hier auch nicht optimal sind. Man will ja auch nicht unbedingt so eine Plastikverpackung immer jedes Mal in den Wald mitschleppen und muss dann jedes Mal aufpassen, dass man sie auch ja wieder mit nach Hause bringt und vor allen Dingen auch dieses Papierchen, nachdem man es abgerissen hat, nicht verliert. Es ist ein bisschen nervig und auch wirklich nicht wirklich optimal. Meistens verpacke ich mir mein Esbit in irgendeiner luftdichten Dose. Und nehme es dann so mit, ohne dass das Plastik drumherum ist. Aber das auch nur am Rande angemerkt. Das hier ist jetzt also ein offizieller Esbit-Taschenkocher, und den werden wir jetzt auch nur und ausschließlich benutzen, damit wir auch einen fairen Vergleich haben der unterschiedlichen kleinen Brennstoffe, die ich jetzt hier vergleichen möchte. Ne? Wie gesagt, die Grillanzünder lassen wir weg. Theoretisch könnte man auch Holzwolle nehmen, würde auch funktionieren. Man könnte auch ein paar Kienspänchen zusammentragen und das da reinwerfen. Damit kriegt man auch eine Tasse heißes Wasser gemacht. Wir wollen ja aber jetzt vergleichen die industriell hergestellten Trockenbrennstoffe, die es auf dem Markt da gibt. Und das sind neben dem Esbit das Vorgängerprodukt, das auch in Deutschland damals noch eine Rolle gespielt hat. Nämlich, wie heißt es? Trioxan. Trioxan ist tatsächlich, anders als ich neulich behauptet habe, weil ich es da noch nicht wusste, eine Ringstruktur mit tatsächlich dreimal Sauerstoff drin und dementsprechend ziemlich reaktive Angelegenheit. Das ist natürlich gut, das ist aber auch wiederum schlecht. Der Vorteil besteht darin, dass sich das Zeug wirklich sehr leicht entzünden lässt, erheblich leichter als Esbit. Esbit muss man erstmal angezündet bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Also einmal ganz kurz an die Flamme dran halten und dann brennt schon, funktioniert nicht. Man muss da schon eine Weile dran rumzündeln, sozusagen, bis es dann mal angeht. Sehen wir dann gleich. Trioxan hingegen brennt ziemlich schnell, ziemlich leicht an, brennt dann relativ heftig mit relativ krasser Flamme. Wird noch benutzt, tatsächlich immer noch, bei ein paar Armeen, wegen dem taktischen Vorteil, den das hat. Das verbrennt nämlich mit einer bläulichen Flamme, selten mit einer rötlichen, je nachdem wie rein das halt ist und so weiter. Das heißt, es hätte aus taktischer Sicht den Vorteil, dass ein Feuer aus Trioxan nicht so gut aufgeklärt werden kann. Sprich, man wird nicht gesehen, wenn man sein Essen über einem Trioxan-Flämmchen entsprechend heiß macht. Beziehungsweise man wird weniger gut gesehen, als wenn man das zum Beispiel mit einer Esbit-Flamme macht, weil die verbrennt, wenn sie dann mal richtig brennt, mit normaler gelblicher Flamme. Also die normale Flammenflamme halt, wie man sie kennt. Ist auch aus dem Militärbereich und wird halt eben zum Rationserwärmen verwendet, steht hier auch drauf. Fuel Compressed Trioxan. Ration Heating, ne?
Und was da sonst noch drin ist, steht da nicht. Es steht da nur, dass man vorsichtig sein muss mit dem entsprechenden Pulver, da das sehr schnell auch zerbröselt, sobald da Luft drankommt. So ist es jetzt relativ fest in seiner Verpackung, hier in dieser luftabgeschlossenen, luftdichten Verpackung. Aber sobald da Luft drankommt, wird das sehr schnell pulverig. Man kann es auch nicht als Riegel irgendwo hinlegen und meinen, das bleibt fest, sondern aus der Luft nimmt es sehr schnell die Luftfeuchtigkeit auf, ist also noch erheblich hygroskopischer als Esbit. Esbit verliert ein bisschen an Brennleistung. Das hier fliegt direkt auseinander, wenn man es der Luft aussetzt. Also was heißt direkt? Innerhalb von 24 Stunden spätestens ist das komplett Pulver. Das heißt, man kann es dann gar nicht mehr hochheben und wegtragen, weil es sofort zu Pulver zerbröselt. Überhaupt hat man hier immer eine gewisse Pulverbildung drin. Und das ist halt nicht ganz ungefährlich, denn Esbit wurde ja unter anderem deswegen zum Verkaufsschlager, weil es halt nicht sonderlich gesundheitsschädlich ist. Super gesund ist es auch nicht, Esbit-Dämpfe einzuatmen, mit Sicherheit nicht. Es hat aber keine nachgewiesene, krass gesundheitsschädigende Wirkung. Trioxan schon. Wenn man Trioxan-Dämpfe einatmet oder in irgendeiner Form das Zeug verschluckt oder sonst wie, dann hat man wirklich mit massiven gesundheitlichen Konsequenzen entsprechend zu rechnen. Das würde ich also mit Ausnahme von winzig kleinen Mengen, wie ich es schon einmal getan habe, zu Testzwecken nicht innerhalb von geschlossenen Räumen anzünden. Wirklich gar nicht, eigentlich. Eigentlich, nachdem ich da mal ein bisschen recherchiert habe. Und man sollte halt beim Kochen auch eben schauen, dass man es schön von sich weghält und nicht vielleicht unbedingt direkt über den Topf hängt und die Dämpfe da fleißig inhaliert. Das könnte wirklich unangenehme Konsequenzen haben. Jetzt darf man das aber auch nicht zu sehr überbewerten, das furchtbare Gesundheitsrisiko, wenn man mit Trioxan arbeitet, an der frischen Luft draußen im Wald, insbesondere wenn vielleicht sogar noch ein bisschen Wind geht und die Dämpfe vom Trioxan von einem wegweht. Man sollte dann halt eben entsprechend der Windrichtung sich irgendwo hinsetzen, wo es auch von einem weggeweht werden kann. Nicht, dass man es einem zu einem hingeweht wird, das wäre dann wiederum blöd. Aber solange man diese paar kleinen Mini-Sicherheitsvorkehrungen beachtet, sollte Trioxan eigentlich nicht weiter dramatisch sein. Es ist allerdings praktischerweise nicht besonders umweltschädlich. Also wenn man das in den Wald schmeißt, was man natürlich nicht tun sollte, dann fällt mir jetzt spontan wenig ein, was dazu führen könnte, dass das überhaupt gar nicht abgebaut werden kann und alles in seiner Umgebung tötet. Das ist unwahrscheinlich, weil es halt doch so stark wasserlöslich ist und so stark hygroskopisch, dass das dann relativ schnell flüssig wird. Und wenn sich es dann auf riesige Mengen Wasser beim starken Regenguss entsprechend verdünnt, dann sollte sich der Schaden in Grenzen halten. Das soll man deswegen trotzdem nicht tun, aber mit Trioxan in der Natur rumhantieren ist jetzt schon mal keine Riesensünde. Das gilt übrigens auch wieder für Esbit, auch mit Esbit in der Natur herumzuhantieren. Tötet nicht sofort Milliarden von Fische oder sowas. Ne? Und wir haben jetzt noch ein drittes Material, das meiner Meinung nach durchaus noch eine Rolle spielt, zumal es auch wieder was anderes ist, nämlich die eigentlich nicht zum Kochen gedacht sind, aber das probieren wir trotzdem aus. Diese Dinger hier, die ich nicht zerrissen bekomme, nennt sich Wetfire. Und das ist eigentlich ein Zunder, der die wunderbare Eigenschaft hat, dass er wohl auch dann brennen soll, wenn man Wasser drüber kippt, beziehungsweise im feuchten Zustand. Du kannst ihn also in eine Pfütze schmeißen und er brennt auch danach noch. Da gibt es zig Videos, wo das ausprobiert wurde. Ich spare es mir schlicht und ergreifend. Was ich wissen möchte, ist, wie gut performt das als Esbit-Ersatz sozusagen, als Trockenbrennstoff. Gar nicht so sehr, um ein Feuerchen damit anzuzünden, sondern wirklich als Trockenbrennstoff, den man in dieser auch kompakten Form eigentlich wunderbar auch mit sich rumtragen kann. Ich finde die Verpackung auch erheblich gelungener als bei Esbit. Die Verpackung an sich ist bei Trioxan auch gut. Allerdings muss man jetzt auch sagen, die Menge, das ist also schon eine ziemlich große Menge Trioxan, die man in einem so einem Beutel dabei hat. Man kann das halt nicht rationieren wirklich. Weil wenn er einmal offen ist, dann kommt Luft dran, dann verflüssigt sich das, beziehungsweise wird halt eben in diese Pulverform übergehen. Man muss es dann auch gleich verbrauchen. Gut, da haben wir jetzt ein bisschen rumgequatscht. Was es mit diesem Wetfire auf sich hat, woraus das besteht, ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht, es herauszufinden, hat nicht funktioniert. Es soll eine wachsartige Konsistenz haben. Und jetzt mache ich mal einen auf. Ja, tatsächlich. Das fühlt sich so ein bisschen wachsartig an.
ja, riecht auch so ganz leicht nach so einer wachsartigen Textur und ist halt eben nicht so pulverig wie zum Beispiel Esbit. Fühlt sich viel weicher, viel cremiger in Anführungszeichen an als zum Beispiel Esbit. Und Trioxan würde ich gar nicht erst viel anfassen, wenn sie es vermeiden lässt. Also ich muss es nachher anfassen, aber ich versuche das auf ein Minimum zu reduzieren. Und dieses Zeug ist auf jeden Fall nichts bekannt, habe nichts gefunden, dass das besonders gesundheitsschädlich sein sollte, aber auch da würde ich aus Sicherheitsgründen selbstverständlich versuchen, den Rauch nicht allzu sehr einzuatmen. Es stinkt auf jeden Fall auch. Also ich habe ja gerade dran gerochen. Es riecht nicht gesund und man kann sich da meistens auf die eigene Nase auch ganz gut verlassen. Gut, aber das machen wir zum Schluss. Ich habe es jetzt nur schon mal ausgepackt. Das ist auf jeden Fall nicht wasserlöslich, sonst wird es ja auch nicht nass brennen und man kann es auch, wie gesagt, in die Pfütze schmeißen, ohne dass es zerfällt. Sowohl Esbit als auch Trioxan können das nicht. Wenn die mit Wasser in Verbindung kommen, dann kann man sie mehr oder weniger vergessen. Also zum Feuer machen. So, ich stelle mal die Kamera um und dann legen wir spaßeshalber los. Ah nein, halt doch noch nicht. Ich muss euch noch erklären. Testgefäß ist diese Tasse und wir machen einen kleinen Brennvergleich. Jeweils, ach was soll's, 200 Milliliter. Und die sollen jeweils kochen unter den hier genormten Bedingungen auf meiner Waldterrasse. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal, ob das überhaupt möglich ist mit der jeweiligen Portion, die in einem entsprechenden Päckchen drin ist. Und wie lange das jeweils dauert. Also das ist kein super wissenschaftlicher Versuch, es sind nur so grobe Anhaltspunkte. Man müsste das auch mehrfach machen und unter Laborbedingungen, wenn man das wirklich wissenschaftlich machen wollte. Deswegen mache ich es jetzt nur so ein bisschen auf Spielereiniveau. Einfach damit man mal einen groben Anhaltspunkt hat. Geht das? Gibt es eine Alternative zu Elsbit oder ist das völlig zu Recht der Marktführer? Einfach, dass man das mal ein bisschen ausprobiert hat. So, aber jetzt baue ich um. Ja, wir starten spaßeshalber einfach mal mit dem Trioxan-Zeug hier. Das geht gut auf, da braucht man also kein Messerchen dazu. Und dann ist das hier, man kann es sehen, ein lila Riegel. Ein lila Riegel ist das. Und den soll man laut Gebrauchsanweisung, das gibt wohl Leute, die machen das auch nochmal anders, aber laut Gebrauchsanweisung soll man den in Drittel brechen. Und leider habe ich jetzt schon was an der Pfote, muss ich nachher mal Hände waschen mit meinem Restwasser. Da ist wirklich nicht mit zu spaßen. Das Zeug ist echt nicht gesund. Also, das ist wirklich so vom Gefühl her, ihr seht, da sind so Krümelchen rausgeflogen. Da muss man also wirklich vorsichtig sein, weil es ist auch sehr leicht entzündlich, wie wir gleich sehen werden. Und jetzt soll man da Drittel. Zack. Das war ungefähr ein Drittel, würde ich sagen. Ich mache mal das noch klein. Und sobald ich das eine Weile rumliegen lasse, dann ist das auch kein schöner, fester Riegel mehr, sondern wie gesagt, löst sich auf. Ich habe es ausprobiert. Müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. So, spaßeshalber würde ich einfach mal versuchen, ob sich das so, das soll ja wirklich hochentzündlich sein, so wie es da liegt, mit dem Fire Steel entzünden lässt. Ups, natürlich treffen sollte ich. Ups. Okay, so krass hochentzündlich ist es dann auch nicht. Jetzt machen wir da mal noch ein kleines bisschen Pulverchen oben drauf. Wie gesagt, ich wasche mir dann auch wirklich die Pfoten. So, in dieser Pulverform vielleicht eher. Ich weiß, ich stelle mich jetzt mit dem Fire Steel ein bisschen doof an, aber das ist halt wegen dieser Schüssel hier. Ich will halt testen, ob man das wirklich mit einem Funken, der reinfliegt, schon anbekommt. Oh, guck, da drüben. Da hat sich jetzt das entzündet. Das war zwar nicht geplant, aber ist auch egal. Also wie ihr seht die Flamme kaum. Das ist halt wirklich aus militärischen Gründen eine Stealth-Flamme. Na toll. Jetzt brennt mir hier mein Trioxan weg. Macht nichts. Das lassen wir jetzt einfach nebendran ein bisschen brennen und ich zünde das jetzt hier spaßeshalber einfach mal kurz mit dem Feuerzeug an, sobald ich es finde. Ah, da ist es. Und dann starten wir den Test mit der Tasse. Und zwar habe ich hier extra eine Stoppuhr dabei. So, und die läuft jetzt auch. Ja, also das brutzelt ganz schön, aber man sieht halt wirklich, gerade bei dem aus Versehen entzündeten hier nebendran, stinkt auch. Ich gehe mal noch ein bisschen weg. Wie gesagt, die Dämpfe da, die sollte man nach Möglichkeit wirklich nicht groß einatmen. Und
ja, ich schneide das dann entsprechend. Oh, wir sind bei, Moment, muss auf Stoppuhr gucken. 3 Minuten 15. Kochen tut auch nichts. Bläschen haben sich deutlich gebildet und ich habe gerade noch ein zweites Drittel Trioxan reingeschmissen. Also ein Drittel von so einem Trioxan-Barren reicht nicht aus. Man muss zwischendurch nachwerfen, also sonst klappt das auf keinen Fall. Es ist jetzt nicht so warm. Ich habe auch nicht so warmes Wasser. Ich habe auch keinen Windschutz, absichtlich nicht. Ja, gefühlt sollte das Ergebnis meiner Meinung nach mit Esbit ungefähr vergleichbar sein. Gut, aber jetzt schauen wir mal. Wir haben gleich 4 Minuten. Nee. So, hier seht ihr nochmal den Rest von dem da drüben. Das blodert vor sich hin. Die Flamme ist halt wirklich kaum sichtbar. Man sieht es eher, wenn es da unter dem Kocher hervorschlägt. Aber es ist eindeutig eine blaue Flamme. Weit sichtbar ist die mit Sicherheit nicht. Die gibt auch nicht viel Licht ab. Also so gesehen aus taktischen Gründen vielleicht für jemand, der wirklich Stealth-Cooking machen möchte, gar nicht mal so uninteressant, dieses Trioxan, ne? Also hin und wieder gibt es auch mal noch hier so eine... Die gelben Flammen treten, glaube ich, auf, wenn es irgendwelche Verunreinigungen gegeben hat. Aber ja, ich möchte mich da wirklich nicht in die Nähe hocken. Und erste Bläschenbildung. Ich möchte gerne, dass es sprudelt. Das wäre mir schon wichtig. Okay, ist ausgegangen. Es hat fast gekocht, ne? Also fast. Das halten wir so fest und das war jetzt 6 Minuten 30 war das. Okay, gut, also zwei Drittel von dem Zeug verwendet in dieser Kochgeschichte. 6 Minuten 30 und hat nicht ganz gereicht. Für gänzlich kochend, aber beinahe. Ne, das halten wir einfach mal so fest. Ist jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber geht auf jeden Fall. Funktioniert. Es sind aber halt auch nur 200 Milliliter. Es handelt sich hier lediglich um eine kleine Wassermenge. Und da sind 6 Minuten 30 jetzt nicht gerade besonders bombig von der Zeit. Also kann man nicht sagen. Rein von den technischen Daten her müsste Trioxan auch weniger Brennwert haben als unser gutes Esbit. Okay, damit machen wir jetzt mal spaßeshalber weiter. Nehmen wir einen Esbit-Würfel. Und da brauche ich gar nicht erst mit dem Fire-Steel rumzuhantieren. Dass man Esbit nicht mit dem Fire-Steel anzünden kann, weiß ich auch so. Jetzt muss ich aber warten, bis die Tasse abgekühlt ist, weil sonst wäre das nun wirklich nicht repräsentativ. Also, kurze Pause. Während ich warte, könnte ich theoretisch einen Witz erzählen. Wie heißt der japanische Verkehrsminister? Umleitung. Ha! Was heißt Ofen auf Japanisch? Heizung! Nicht lustig? Schade. Gut, dann warte ich weiter. Genug gewartet. Wir füllen unsere Tasse. Natürlich mit frischem Wasser. Ich habe das Heiße natürlich weggekippt. Das ist übrigens eine Alu-Tasse. Ganz billiges Ding. Na, das waren gefühlt etwa 5 Milliliter zu viel. Jetzt passt. Muss ja schon hier mit rechten Dingen zugehen. So, und wir können es uns sparen. Man kriegt einen soliden Esbit-Block nicht mit einem Fire-Steel angezündet. Das funktioniert nicht. Man müsste es klein bröseln. Das Pulver kann man möglicherweise mit dem Fire-Steel entzünden, aber das ist mir alles zu doof. Und deswegen machen wir das jetzt ganz einfach. Mit meinem schönen neuen Jetflame-Feuerzeug. Herzlichen Dank übrigens. Na, ich glaube, so steht's. Ja, steht einigermaßen wackelfrei. So, das ist natürlich ein großer Esbit-Block, aber wir hatten auch viel Trioxan zur Verfügung. Also so rein von den Gramm her müsste das ungefähr vergleichbar sein. Und ich habe das Trioxan ja nach Gebrauchsanweisung verwendet. Gut, und warten. Während der See vor sich hinqualmt, kann ich feststellen, natürlich, das wusste ich aber auch schon vorher, Esbit stinkt auch. Es ist nicht so, dass das geruchsneutral wäre. Aber...
Ich hocke auch mitten im Rauch. Aber man braucht halt nicht so Angst haben. Es ist nicht nachweislich wirklich, wirklich, wirklich mit irgendwelchen Gefahrenkennzeichen, Gefahrgutkennzeichnung und sonstigem ausgestattet. Trioxan schon. Also da stehen wirklich Warnhinweise dabei, dass das nicht eingeatmet werden darf, die Dämpfe und so weiter und so fort. Bei Elsbeth halt eben nicht. Geht ein Mann ans Telefon. Hallo, ich bin's, Ihr Arzt. Ja, was wollen Sie? Ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, und was ist denn die gute? Na, Sie haben noch 2 Tage zu leben. Und die schlechte? Ich habe Sie gestern nicht erreicht. Ha! Brüller. Nein, immer noch nicht. Schade. Und dabei habe ich mich gerade erst mit meiner Freundin gestritten, dass sie keine Witze erzählen kann. Ja, das sollte jetzt auch bald soweit sein. Wir sind bei 5 Minuten. Ja, okay, es ist wahrscheinlich auch nicht besser als das Trioxan. So von der Brennleistung her. Vielleicht ein bisschen. Mal gucken. Bis 6 Minuten 30 könnt ihr nämlich richtig kochen. Das wäre ja dann schon auf jeden Fall nochmal deutlich besser als beim Trioxan. Ich arbeite hier übrigens absichtlich unter suboptimalen Bedingungen. Zunächst mal wäre ein Gefäß mit einem breiteren Boden erheblich effizienter. Da würde es in jedem Fall schneller drin kochen. Zweitens, ein Windschutz würde ebenfalls die Kochzeit deutlich reduzieren. Gerade wenn man mit solchen Kochmaterial, sage ich jetzt mal vorsichtig, hier arbeitet. Also das spielt echt eine Rolle. Also jetzt braucht ihr nicht Angst haben, oh Gott, das dauert ja ewig, sondern das dauert unter den gegebenen Bedingungen hier, mit denen ich das mache, dauert das ziemlich ewig. Und jetzt ist es aber wirklich so gut wie, wir sind bei 6 Minuten 42, aber dafür kocht es auch so gut wie. Ja. Also sprudeln möchte ich ja haben. Das erklärte Ziel ist sprudeln. Und so ein Espelblock hat auch die entsprechende Brenndauer halt, dass das dann auch reicht. Wobei ich schon ziemlich sicher bin, dass mit dem kompletten Trioxanriegel hätte es wahrscheinlich dann auch nochmal gelangt. So, wir warten auf das Sprudeln. Ist da überhaupt noch Espel da? Ah, doch, da ist schon noch was drunter. Also jedenfalls, den Zustand vom Trioxan hat es ungefähr auch, in 6 Minuten 30 hat es das auch erreicht gehabt, auf jeden Fall. Ist also doch etwa vergleichbar von der Brennleistung. Tja, und jetzt frage ich mich, ob das überhaupt jemals richtig sprudeln kocht. Ich glaube, dieser Zustand ist nicht wirklich zu erreichen. Wir sind nämlich jetzt bei 9 Minuten 30. Immerhin können wir festhalten, unser Essbit-Klotz brennt noch. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und selbstverständlich würde das kannst du auch als Nudelkochwasser theoretisch jetzt schon nehmen. Also das ginge schon. Tasse heißen Kaffee, irgendwie sowas. Oder eine Fertigmahlzeit warm machen, ein Töpfchen Ravioli oder so. Also ich breche an dieser Stelle ab. Wir halten fest, da ist noch jede Menge Espet da. Das muss ich jetzt noch runterbrennen lassen. Und dann kann ich es genauso gut auch nochmal draufstellen. Aber unter den gegebenen Bedingungen ist es also fast nicht möglich, sprudelnd kochendes Wasser zu erreichen. Auch nicht mit einem großen Espet-Würfel, auch wenn der ja, schätzungsweise 15 Minuten locker brennt. Interessant. Habe ich jetzt so auch noch nicht ausprobiert, so im Langzeittest. Gut, wir warten weiter. Nur fürs Protokoll, es hat jetzt doch noch sprudelnd gekocht. Ich habe die Kamera jetzt nicht drauf gehalten mit dem Espet und das war nach 13 Minuten 30. Aber dann wirklich richtig sprudelnd kochen. Also es geht schon. Und gebrannt hat das Espet jetzt insgesamt tatsächlich wirklich ziemlich genau 15 Minuten. Also so ein großer Espet-Würfel. Gut, dann haben wir das auch festgehalten. Ich kippe mein Wasser wieder weg. Warte drauf, dass die Tasse kühl ist und dann haben wir noch, wo liegt er denn? Das ist was anderes, das ist kein Zunder, das ist was anderes. Wir machen weiter. Wir nehmen jetzt den Wetfire-Gedöns-Dingerich hier. Und der Wetfire-Gedöns-Dingerich, theoretisch soll man den auch mit dem Firesteel anzünden können. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht nass gemacht. Machen wir ihn halt kurz nass.
Tada! So, und jetzt soll sich der theoretisch, also man muss ihn vielleicht nicht unbedingt in die Pfütze legen. Oh, ja, ist ja egal. Ja gut, also im stehenden Wasser anzünden ist es auch. Das muss man jetzt nicht machen. Den soll man jetzt so ein bisschen ankrümeln, in Anführungszeichen. Also so irgendwie eine höhere spezifische Oberfläche schaffen. Weiß ich nicht, ob das schon reicht. Ich versuche das doch jetzt einfach mal hier so halber im Wasser. So ein bisschen angeschnippelt. Also habe ich mal selber auf YouTube recherchiert, wie man denn den angezündet bekommt. Mit einem Fire Steel. Und da hat das funktioniert. Andererseits sind die ja auch nicht gar so ungeschickt wie ich, diese Leute. Oh, okay, ja, das kann selbst ein Ben. Also der ist ja wirklich super leicht anzuzünden. Okay, ja, also fürs Anzünden, also das ist ja eigentlich auch ein Zunder, ne? Also das ist auf jeden Fall tipptopp, super toll, in Ordnung. Wir stellen unsere Tasse drauf und ich mache die Stoppuhr an. Zack. Okay. Gucken wir mal, wie lange brennt denn der? Oh, na, noch sieht's gut aus. Oh, heiß, 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 heiß. Noch sieht's gut aus. Also der hat auf jeden Fall die stärkste Flammenentwicklung. Die meiste Flamme. Ah, Preis. Preis ist ja auch nochmal so ein Faktor, den wir mal ansprechen können. Esbit ist nicht billig. Trioxan ist billig. Der Wetfire-Tinder, ich habe ein Geschenk bekommen, ich habe jetzt nicht so recherchiert, was der jetzt exakt kostet, aber nachdem, was ich bisher so ungefähr gesehen habe, ist der mit Abstand am teuersten. Aber das ist ja auch ein Zunder, ne? Und ein super Ultra-Survival-Zunder, streng genommen. Deswegen, aber doch, heiß ist es. Heiß ist er, die Flamme. Gut, Uhr läuft und ich mache einen Schnitt. Na okay, irgendeinen Nachteil muss das Zeug ja quasi haben, ne? Also wir sind jetzt, ich habe gerade den zweiten nachgeworfen, aus Gründen der Fairness. Wir sind bei 7 Minuten 30. Da sah es bei anderen Sachen in der Tasse schon ganz anders aus. Also, ja doch, das ist schon heißes Wasser. Das ist definitiv heißes Wasser. Würde mir für einen Tee reichen, aber das war bei den anderen. Hatten wir da schon eine erheblich größere Bläschenbildung am Boden und das hat schon richtig ordentlich gedampft. Und es sind auch schon die ersten Bläschen, ah ja, jetzt kommen sie langsam. Sind auch erst die ersten Bläschen schon ausgestiegen. Also gefühlt, das sieht man ja nachher im Videomaterial dann ganz gut, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so aus der Erinnerung. Gefühlt waren die anderen zu der Zeit schon ein bisschen weiter. 8 Minuten sind wir jetzt. Oh, ich habe einen Hirschkäfer gefunden. Hier der große Geselle, da ist eine Sie. Ich würde sie ja hochheben, aber will ich nicht. Man muss die Tiere ja nicht unbedingt stören. Nimmt mich vermutlich trotzdem irgendwie zur Kenntnis. Ja, aber das ist eine Hirschkäferin. Das ist schön. Gerade jetzt in Zeiten des Insektensterbens, wo sie immer weniger werden, eine Hirschkäferin anzutreffen, das ist natürlich wirklich schön. Beeindruckendes Tier, ne? Ja, man sieht sie kaum, aber sie ist da. Da kriecht sie. Ja, ja, eine Hirschkäferin. Beeindruckendes Tier. Ja, und hier sind wir jetzt bei 13 Minuten 30 angekommen. Und da hat bei Esbit das ganze Sprudel gekocht. Also das habe ich ja leider dann nicht aufgenommen, weil ich es gerade verpasst habe. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet. Aber bei Esbit hat es definitiv sprudelnd gekocht und hier sind wir jetzt, ja, das ist auch heiß, das ist kurz davor, aber also es ist schon weniger. Also man muss schon sagen, Esbit hat da doch die besten Ergebnisse erzielt, war ja auch zu erwarten irgendwo. Toll an dem Zeug ist definitiv, wie super leicht das zu entzünden ist und die Tatsache, mit dem es brennt, auch nass. Natürlich auch ganz lustig. Ist es aus? Noch nicht ganz. Was mich stört, das sieht man da, es bleibt ein Rückstand zurück. Das ist jetzt echt, ne? Also das ist ja ein Notfall-Survival-Zunder.
Also für so Not-Not-Not-Situation, Survival-Situation, ne? Dann mag das vielleicht gerechtfertigt sein. Und wenn wir hinterher jetzt hier ein Feuer hätten, wenn wir jetzt also als Resultat da jetzt ein Feuer stehen hätten, dann mag das vielleicht auch nochmal gerechtfertigt sein. Aber dass das halt nicht rückstandslos verbrennt, das stört mich jetzt schon ein wenig. Weil für mich stellt sich jetzt zum Beispiel die Frage, wo packe ich das jetzt hin? Was mache ich jetzt damit? Ich glaube, das ist jetzt noch am ehesten problematisch bei diesem Wetfire, wenn man es in den Wald schmeißt. Es wäre jetzt schon ganz interessant zu wissen, woraus dieses Wetfire-Zeug besteht. Ich vermute mal fast, da wird noch irgendwas drin sein, was die Anzündbarkeit erhöht, was das halt eben wasserdicht macht. Da sind auf jeden Fall nicht nur brennbare Substanzen drin. Das sieht man ja. Es bleibt ja ein ordentlicher Rückstand übrig, ein ordentlicher. Schwer zu sagen. Ich halte das jetzt noch am bedenklichsten vom in die Landschaft schmeißen. Ne? Das Trioxan, klar, das ist definitiv giftig, aber das löst sich wenigstens auf. Das heißt jetzt nicht, das kann dann auch durchaus Grundwasser schädigend sein und so weiter. Und da negative Auswirkungen haben. Aber wenn einem das jetzt zum Beispiel auf den Waldboden fällt, ne? Und dann löst sich's auf und dann wird es in den Waldboden eingetragen und wird dann da eben auch durch den Waldboden durchgefiltert. Da bleibt nicht mehr viel übrig, was da in irgendwelchem Grundwasser landet. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das nennenswert. Also große Mengen sicher, große Mengen dann ungesund, klar, kein Thema. Aber so in so ein Würfelchen, wenn einem das im Wald liegen bleibt, warum auch immer oder sonst wie, ich glaube nicht, dass das nennenswert schlimme Konsequenzen hätte. Esbit ist harmlos, wie gesagt, größtenteils harmlos. Riesige Mengen wären auch nicht gut. Aber dieser Wetfire-Tinder da, der Ah, da weiß ich nicht. Da weiß ich nicht. Also der am ehesten hätte ich da, glaube ich, ein Problem damit. Zumal man jetzt Müll übrig hat, den man irgendwie entsorgen muss. Hab ein Tütchen. Nehmen mit heim. Werfen dann halt, weiß ich nicht. Sondermüll? Ja, das ist die nächste Frage, ne? Was macht man dann damit? Wo kommt das hin? In welchen Müll? Schwierig. Ja, damit wäre mein Trockenbrennstoff-Experiment auch abgeschlossen. Soll ich noch einen Witz erzählen? Ich glaube nicht. Und ja. Super langes Video wieder für nicht viel eigentlich, aber trotzdem war mir ein Vergnügen, das mal so untersucht zu haben. Wir stellen halt eben fest, Esprit nach wie vor Trockenbrennstoff Nummer 1, hat Gründe, war zu erwarten. Von daher ein bisschen schade, dass es keine Überraschungen gab, aber macht's gut.